طيب in diesem Hadith, aus diesem Hadith entnimmt man die Vorzüglichkeit, zu der Moschee zu laufen, sich zu einer Moschee zu begeben und dass dem Menschen jeder einzelne Schritt zu, als eine Hasana zugeschrieben wird. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam untersagte den Bani Salama oder Banu Salama, Salima mit einem Kasra, dass sie in die Nähe der Moschee ziehen. Aus welchem Grund, yani? Können wir daraus entnehmen, dass es dass erwünscht ist, sich Handlungen schwerer zu machen? Gibt es aktuell einen Mann, der ist, glaube ich, aus England, der ist mit so einem komischen Wagen, hat der so ein auf vier Reifen und der fährt damit nach Mekka. Und es ist, also der macht immer so kleine Videos von sich und das ist schon anstrengend. Der hat auch einige Probleme gehabt, zum Beispiel in Serbien. Und sein Wagen ist mal kaputt gegangen. Ist sowas ja nie erwünscht, dass man sich beispielsweise, du kannst eigentlich viel einfacher nach Mekka gehen, indem du dir dein Ticket buchst und ins Flugzeug steigst. Aber er nimmt einen anderen Weg. Er geht zu Fuß aus England bis nach Mekka in der eisigen Kälte durch verschiedene Länder, die er nicht kennt, tausende Kilometer, die er zu Fuß zu laufen hat und vielleicht auch viel Geld, was er dabei ausgibt. Ist das ja yani, ist das gut? Ja, yani Allah Ta'ala erwähnt, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرُ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرُ. Allah möchte es euch, möchte für euch die Erleichterung, nicht die Erschwernis. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, oder über ihn wird gesagt, im Hadith, ma khuyyira bayna shay'ain illa ikhtara aysarahuma. Wenn ihm die Wahl stand zwischen zwei Dingen, hat er das Leichtere genommen. Und daher, yani, sich selbst so etwas aufzubürden, mit der Absicht, dass das yani, eine bessere Form des Gottesdienstes ist, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig und das hätte er sich ersparen können. Seine Zeit und sein Geld woanders hinstecken und investieren. Yani, es kann sein, dass jemand andere Ziele hat, jemand möchte damit beispielsweise Reichweite erreichen, und das ist vielleicht was anderes, aber wenn man das mit der Absicht macht, yani, ich glaube, er sagt, er möchte so Hajj machen, wie die Leute das früher gemacht haben. Die Leute früher hatten keine andere Möglichkeit. Oder zumindest haben sie Pferde gehabt oder Esel und Kamele. Die hatten die Möglichkeit nicht, du musst sie nicht nachmachen. Ja. Auf jeden Fall, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam empfiehlt ihnen hier, dass sie ihre Häuser nicht mit ihren Häusern oder Wohnungen nicht näher an die Moschee rücken. طيب. Er sagt hier, inna bi kulli khatwa daraja. Das Wort khatwa kann mit Fatha oder Dhamma ausgesprochen werden. Also gibt es einen Unterschied. Al-Khutwa ist die Entfernung zwischen den Füßen bei einem Schritt. Die Entfernung eines Schrittes. Khatwa ist ein Schritt selbst. Ja.